Hallo, mein Name ist Nina und ich bin technische Sachbearbeiterin bei der Goranland GmbH. In unserem Fachbereich der ÖPNV-Investitionsförderung begleiten wir die Förderung von Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr. Im Großen und Ganzen bedeutet das, dass ich Antragstellende wie Kommunen oder Verkehrsunternehmen dabei unterstütze, einen Antrag mit allen relevanten Daten zur Modernisierung oder Erneuerung von Maßnahmen für den ÖPNV zu stellen. Konkret können das zum Beispiel Anträge für den Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen sein. Bei diesen Anträgen prüfe ich, ob alle Kosten förderfähig sind, immer in Rücksprache mit den Antragstellenden. Ist der Antrag fertig geprüft, geht es an die Umsetzung. Dabei fahre ich gerne raus und schaue mir den Baufortschritt vor Ort an. Ich bekomme also von Anfang bis Ende alles mit. Von der Idee über die Beantragung von Fördermitteln bis zur Umsetzung. Bei all diesen Maßnahmen ist ein direkter Nutzen für die Mitmenschen sichtbar, was mich persönlich in meiner täglichen Arbeit sehr motiviert. So habe ich das Gefühl, mit meiner Arbeit etwas Sinnvolles zu tun. Und auch die Rahmenbedingungen stimmen. Bei GoRheinland lassen sich Beruf und Familie hervorragend vereinen. Aber was machen die GoRheinland GmbH und die VRS GmbH denn insgesamt? Kurz zusammengefasst, wir machen Menschen mobil und gestalten die Mobilitätswende im Rheinland aktiv mit. Hierfür machen sich nicht nur unsere Klimaschützer Gedanken, wie Verkehrsangebote noch nachhaltiger werden können. Wir beschäftigen uns mit vernetzter Mobilität und mit innovativen Ticket- und Tarifangeboten. Unser Mobilitätsmanagement unterstützt Kommunen, Schulen und Betriebe auf ihrem Weg hin zu nachhaltiger Mobilität. Zudem sollen innovative Lösungen per App und im Web dafür sorgen, dass die Fahrgäste möglichst einfach den richtigen Zug oder Bus finden und ein Ticket buchen können. Des Weiteren erarbeiten wir gemeinsame Kommunikationskampagnen und sorgen dafür, dass alle in unserem Gebiet fahrenden Verkehrsunternehmen das ihnen zustehende Geld bekommen. Wir planen, bestellen und kontrollieren den Verkehr auf der Schiene im Hinblick auf Qualität und Sicherheit. Wir fordern den Ausbau von Schienenstrecken, Bahnhöfen und Bushaltestellen. So sorgen wir nicht nur für einen zuverlässigeren Bahnbetrieb, sondern auch für mehr Teilhabe. Barrierefreie Stationen und Haltestellen sorgen dafür, dass auch der Mensch mit Handicap den klimaschonenderen öffentlichen Nahverkehr nutzen kann. Und all die dargestellten Themenfelder sind nur ein Ausschnitt unserer Tätigkeiten. Du siehst, es wartet ein gutes Stück Arbeit auf jeden Einzelnen von uns. Also warte nicht länger, bewirb dich unter www.go-rheinland.de oder www.vrs.de und gestalte mit uns gemeinsam die Zukunft der Mobilität im Rheinland.